So, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Bist du Play bereit? Metro 2033 und ich bin In bereit. diesem Mistloch zu hocken ist nutzlos. Na komm. Ah, ich wusste es doch. Ach ja. Ich hoffe, wir kommen eines Tages zurück zu unserer Heimatstation. Hoffe ich wirklich. Und ich bereue es immer noch, dass ich nicht Tschüss zu meinem Papa gesagt habe. Mein Stiefpapa. Oder habe ich das gemacht, nur vergessen? Also, dass ich es gemacht habe? Weil ich hatte mehrere Aufnahmen gemacht, wovon ich ein paar gelöscht habe, weil ich die nicht gut fand. Jetzt weiß ich gar nicht. Na, ich glaube, ich habe nicht Tschüss gesagt. Ach, ich nehme einfach mal so die Dichtstimmung. Ach gut, das nächste Level Dead. Als ich mit Burden den verlassenen Tunnel betrat, fragte ich mich, ob es falsch gewesen war, ihm zu vertrauen. Aber die Stationstore waren noch immer geschlossen und es war nicht abzusehen, wann ich sonst da wegkäme. Klasse, wir sind raus. Jetzt halte deine Augen offen, die Fahrt ist vorüber. Es sind schon viele Typen in diesen Tunnels gestorben, aber wenn wir uns gegenseitig decken, kommen wir durch. Gegenseitig stärken, okay. Nur ein einzelner Schleicher. Die greifen nur selten Personengruppen Oh, das an. ist bald Aber wenn du meins. alleine bist, musst du aufpassen. Ja, alles weitergehen. Schleicher. Die sind scheiße, die Viecher. Ich spreche da aus Erfahrung. Oh. Gib mir mal all deine Muni. Seltsame Geräusche. Entweder macht der Boden dieses Geräusch oder der Wind. Ich habe auch Geschichten von singenden Rohren gehört. Wenn du länger zuhörst, kannst du die Stimmen der Toten hören. So ein Quatsch. Ich höre nix. Geh du mal weiter, ich gehe hier lang. Musst du besonders leise sein. Im zweiten Tunnel müsste eine Streckensperre sein. Sie dürfen uns nicht merken. Ups, so viel zu leise. Die Schränke kann man nicht öffnen. Oh. Bestimmt nur ein Schatten. So viel zu den Schleichern. Ah, was haben wir denn hier? Den Tod, weil ich nicht aufgepasst habe. Aha, Granaten können toll sein, um Feinde zu töten. Sag bloß. Aha, meine Todesfalle. Patronen. Und deswegen bin ich hier. Hatten sie R gedrückt und... Pumpen. Das ist eine Elektroschockwaffe. Mit wie viel passt da rein? Oh, sogar noch mehr als ich habe. Die Besonderheit, die machen keinen Mucks und ich glaube, man kann die Patronen wieder einsammeln. Wow. Jetzt haben wir nicht zurück wie zu Burm. Hey, Burb. Ich höre immer noch nichts. Vielleicht sind Tierrohre? Nee. Man hört keine Leichen.
Ist das Beton? Krasse Scheiße. Warum Burp nix plündert, frage ich mich gerade. Scheiße, eine Karawane. Alle sind tot. Den Stil kenne ich. Banditen. Und die Hanse prahlt, damit sie ausgelöscht zu haben. Halte deine Augen offen. Die werden uns Bandits. Nicht einfach so durchlassen. Oh. Alarmsystem. Alt, aber wirkungsvoll. Wenn du unerwartet angehst... Ach, ich hasse das System. Das ist oben eingeblendet wird. Ich denke mir, ich muss den Klick bestätigen wie bei Half-Life. Oh. Das sind Fallen. Pass auf, wohin du trittst. Jedes Geräusch ist gefährlich. Kommt mal mit dem Licht aus. Hoppla, eine Drahtschlinge. Ausgezeichnet um Linde und Wagemut. Ja, boah. Ach was. Ich hab die Elektroschockknarre. Fuck, da war ein Stolperdraht. Nicht hier bleiben! Bewegung! Jetzt haben sie uns entdeckt. Wir haben Verletzte! Lauft! Bewegung, Leute! Dann kümmere ich mich mal um die. Ja, jetzt haben wir auch Munition. So, wie viel passt da wirklich rein? 15. Pumpen. Pumpen. Wow. Ich hoffe, die haben eine AK dabei. Hört sich aber nicht danach an. Okay, drei sind weg. Alter, ich fress noch ein Medikit. Dieser Mistkerl hat einen von uns getötet! Nein, falsches Ding. Verluste. Die wohl geilste Granatenanimation ever. Es gibt übrigens sogar zerstörbare Umgebung, wie man da sehen kann. Also, aber nur so ein paar kleine Physikseffekte. Im Grunde nur Mist. Ich habe ja eigentlich einen Vorteil, weil ich mehr sehe. Weil ich die Helligkeit hochgestellt habe. Aber naja. Ihr wollt ja auch was erkennen. Gut, den haben wir auch erledigt. Hahaha. Die Bastardpistole ist doch nicht so schlecht. Hier haben wir uns dasselbe Ding, allerdings mit Luftdruck. Oder? Ne, gar nicht. Das ist das Elektrogerät. Dann nehmen wir das, weil das ist cooler. Ja gut, Medipacks. Okay, Bourbon. Hier ist Granate Pflicht. Wie viel halten die denn aus? Aber die sollten jetzt erledigt sein. Fette Einschusslöcher.
Ah, der hat meine Granate hingerafft. So, jetzt gibt mir wenigstens die Munition wieder. Du hast gar nichts dabei. Okay. Ah, okay. Das Level ist zu Ende. Die Level sind sehr kurz in den Spielen, weil die Ladezähne dafür auch. Unser blutiges Gemetzel mit den Banditen war vorüber. Mit Monstern und Mutanten hatte ich gerechnet. Aber wie viele weitere Mitmenschen werden noch versuchen, mich zu töten, bevor ich die Polis erreiche? Die Brücke ist ein Überland. Hier der Plan. Du passt auf mich. Immer auf, diese Menschen. Auf dich. Wenn wir zusammenarbeiten, die sind nicht nur in Desert böse. Den Helden, Junge. Ich bin heute nicht in der Stimmung, getötet zu werden. Ja, ja. What the fuck? Das sieht nicht gesund aus. Oh. Das Ding ist rot. Das bedeutet so viel wie... Gasmaske auf. Oh. Er hat auch seine Gasi auf, oder? Na, er zieht jetzt seine Gasi auf. Also hatte ich recht mit dem roten Punkt. Komm schon, ich bin hier. Du machst das schon. Ah, doch nicht. Ich nehme den Revolver. Ich hoffe, meine Gasmaske geht hier unten nicht so schnell kaputt. Weil das könnte zu einem ernsthaften Problem werden. Oder die Munition geht aus. Das ist doch ein schlechteres Problem. Weil ohne Sauerstoff leben, das geht. Aber ohne Moon. Das ist nicht drin, hinter uns. Wer hat recht? Militärwagen. Okay, die scheinen uns nicht entdeckt zu haben, aber vielleicht haben sie die Schüsse gehört und suchen jetzt nach uns. Okay, sie sind jetzt weg. Wir können gehen. Alles klar, aber mehr als Schüsse können sie nicht gehört haben. Oh gut, die Leiche hat eben Filter dabei. Sehe ich gerade. Da sind welche. Nein, nicht nachladen. Hey, du bist gut, Mann. Dafür, dass du eine fette Shotgun hast und ein Bot bist, ist es doch sehr akzeptabel. Ich kenne computergesteuerte Leute, die sind... naja. Scheiße, wir müssen abstürzen. Nee, 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 nee. Ich glaube, das Ding löst sich gerade in alle seine Einzelteile auf. Und zwar durch das grüne Zeug, was da unten ist. Wow! Das Ding glitscht, genau. Glitscht sich durch die Treppe. Glitscht sich durch die Treppe. Einsturz, Mist. Und eine Treppe, wie praktisch. Sieht mir nach einer Falle aus. Scheiß drauf, gehen wir. Sieht nicht gesund aus. Okay, wir sollen also da runter. Tolle stabile Treppe. Ah.
Naja, ich beende die Folge hier. Wir sehen uns im nächsten Mal von Let's Play Metro 2033 oder einem anderen Spiel. Bis dann, tschüss.